Moin Leute, hier zurück bei der Sin 2 mit der Season 20 Story von Mirazov. Ich werde gerade nicht alleine die Mission angehen, deswegen nicht wundern, wenn ich gleich mit dem anderen Teammate hier rede. Aber wir gehen jetzt erstmal direkt zum Strategietisch in der Helm hier und hören uns an, was wir denn machen müssen. Okay, da kommt erstmal gar nichts. Hey Hüter. Ich wollte mich bedanken, dass du uns aus dem Gefängnis befreit hast. Ich habe gehört, dass du extra für uns vom Neptun gekommen bist. Da kommen mir glatt die Tränen. Willst du wissen, was mich wirklich berührt hat? Auf der Farm fragten Leute, mit denen ich eingesperrt war, wann sie wieder rauskommen, um nach Überlebenden suchen zu können. Ich meine, von Hütern und Piloten erwarte ich sowas, aber das waren Zivilisten. Leute, die in die Schusslinie der Schattenlegion geraten sind. Trotzdem wollten sie helfen. Mitrax sollte sie zur Vernunft bringen, aber er hob nur drei seiner Arme und meinte, der Zeuge hat Helden geschaffen, keine Opfer. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Wie auch immer, die Schattenlegion wurde im Kosmodrom gesichtet. Die suchen bestimmt nach neuen Gefangenen. Komm, lass uns Helden sein. Okay, die Loot, die ich gerade eingesagt habe, das ist schon der Spitzenausrüstungsloot gewesen. Naja, gemeinsam sind wir unkaputtbar, Woche 2 geht los. Nicht vergessen, alle Beutezüge mitnehmen, die ihr habt, ne? Alles mitnehmen, auch hier die gekauften mit 3000 Glimmer. Ja, 95 schon? Oh, 95 schon. Guck mal, ich kriege 95er Loot. Naja, das lassen wir erstmal sein. Und ja, ich rede jetzt mit dem Teammate. Und dann geht's gleich direkt los ins Kosmodrom. Direkt alles hier on fly, ohne Cuts. So, ich leg los, ne? Kosmodrom. Widerstand. Wo ist denn das Ding hier? Da ist es. Widerstand, Schlachtfeld, Kosmodrom. Da bin ich mal gespannt. Ja gut, ist ja ohne Champions und so. Das ist ja schon ganz gut. So, ich habe eben leider die Schuhe schon abgeholt. War nicht so gut. Naja, egal. Die Spitzenausrüstung, Schuhe wollte ich gar nicht abholen. Habe ich auch sie nicht gemacht. Egal. So, flieg dahin. Flieg zu. Standardwaffen hier. So, Artefakt. Was kann ich noch was freischalten wieder? Ne, kann ich nicht, ne? Ne, schade. Schade. Los jetzt. Dauert das so lange? Müssen wir jetzt alle spielen eigentlich? Ja, also man soll hier sehr viel springen müssen. Das ist schon mal nervig. Egal. Ja, ich muss die ganze Story anhören, ne? Also wenn zum Ende hin da das abludelt da muss ich die Story laufen lassen. Rossbeere übersehen. Ah ja. Das hier. Guck mal, Rossbeere-Style. So, kein Text, keine Begrüßung zum neuen Widerstandsfeld hier. Schachfeld. Das ist der erste Einsatz der Kabale im Kosmodrom. Seit Keitel die Verfolgung der Schar aufgenommen hat. Ich frage mich, warum? Die Schattenlegion besteht nicht aus den Kabalen, die wir kennen. Wir dürfen nicht auf ihre Strategien oder Taktiken schließen. Sie kämpfen nicht für Ruhm und Ehre. Sie kämpfen nur für den Zeugen. Was? Mehr Gegner kommen nicht? Was ist das denn? Ich fand das Kosmodrom schon trostlos genug. Aber im Vergleich hierzu wirkt das geradezu fröhlich. Das will viel heißen für jemanden, der in der ETZ abhängt. Oh, ich weiß nicht. Trostland hat diesen gewissen Charme der alten Welt. Du musst echt mal mehr raus, Defrim.
Wie wär's mit einer kleinen Spritztour, wenn das alles vorbei ist? Ein bisschen Sightseeing. Gute Idee. Ich bringe Mark mit für ein Doppeldate. Diese Fäulen sind widerstandsfähiger als die Fäulen in der ETZ. Sie können erst aufgelöst werden, wenn du die Essenzen von mächtigen Besessenen gesammelt hast. Essenzen von mächtigen Besessenen. Jetzt kommt Rumgespringe, okay. Gut, der eine fällt schon runter. ja, ich würde ja auch irgendwann runterfallen. Ich hasse Springen. Weil für Destiny 2 ist das Springen auch halt so nervig, wenn man halt irgendwie wie Gummi von den Wänden ab und zu abprallt. Dann denkst du wirklich, Bungie will einen veräppeln. Fällt schon wieder, oder? Peter gefallen. Aha. Und Kosmodrom wolltest du auch mitnehmen, wie man sieht, nicht vergessen. Auch wichtig. Die Essenz wieder von den mächtigen Hunden hier. Einen Hammer weggeschmissen. Ah. Vorhin ist kaputt schießen, oder was? Ah, da kommt wieder hier. Ne, doch nicht. Da kommt wieder so ein Auge angeflogen. Oh, kein Hund mehr. Das Ding. Schau wieder, wenn die Bus aufhören. Den Bus erkennt man ja, ne? Hallo, Pulle! Gerade. Ich bin dankbar, dass wir den Hüter für solche so auch gleich wieder mit den Hexen abschießen und dann wieder die Bälle werfen. Ich würde das schon gerne selbst erledigen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon aus meinem Belfried springen und direkt an der Front mitkämpfen wollte. Aber es liegt nicht in unserer Hand, wer ein Lichtträger wird. So war es schon immer. Aber manchmal geht mir das gehörig auf die Nerven. Okay. Wieder noch eine Amanda Holiday Cutscene. Wo findet man die eigentlich? Weißt du das? Noch nicht. Oh, noch mehr Geschütze. Aha. Pass auf, Hüter. Du bist in eine Todesfalle gelaufen. Oh. Die Umgebung wurde darauf ausgerichtet, dich auszuschalten. Stärke deine Entschlossenheit und geh weiter. Übersprungen. Hätte ich mal vorwarnen können, dass er Schützen kommt.
Alter, fliegt ab. Die fliegen hier alle durch die Gegend, ey. Ist nach oben oder was? Ja. Obwohl, nicht unbedingt. Level jetzt keine Chance mehr, ne? Die Schattenlegion hat dich der Pyramide verwiesen. Sie fürchten deine Macht. Es muss einen anderen Weg hineingeben. Oder Königin Mara? Die Aszendentenebene umhüllt die materielle Welt hier Nebel. Okay, sie lässt nichts unberührt. Das interpretiere ich jetzt mal als ja. Ne. Springen ist auch blöd, ne? Ich mag schon springen, ich nicht. Viel zu viele Springer hier. Das ist auch nur, damit die Hüter geärgert werden, deswegen haben die hier Sprungpassagen drin. Nur deswegen. Habt ihr was vergessen irgendwie? Ja. Flagge? Okay, Moment. Nicht weitergehen. So, warte mal, ich muss mal kurz mal eben hier Beutzüge 2 raushauen. Die einen lassen noch drin, die brauche ich eigentlich nicht mehr. So, los geht's. Die Luft hier brodelt vor Boshaftigkeit. Entzünde deine Signalfeuer und treibe sie zurück. Ja, komm. Ich entzünde mal mein Signalfeuer. Die Essenz der besessenen Anführer, die hier sind. Muni. Links rein. Ah, ganz vergessen. So, wo sind jetzt die Partikelträger? Da ist einer. Ja, jetzt hat er so eine Bubble gesetzt. Na, toll. Ja, warte. Drei Schrauben hier. So, der andere holt gerade. Okay. Das fehlt ja jetzt noch nochmal hier, da oben ist er. Holt er den? Holst du den? Ja. Einmal raufwerfen noch und dann kommt wieder Damage. So, Damage. Boah, was ist denn los? Wieder keine Energie. Das ist wirklich fix, ey. Ja gut. Hier rumspringe. Okay. Ja, langsam vorangehen, erstmal diese Dinger da kaputt machen und so. Wo muss man da hin? Thank you.
Alter, dieses blöde Gespringe, ne? Alter, jetzt schon auf den Keks. Vor allem, wenn man das jetzt noch spielen muss, auf hier, von der Playlist. Voll nervig. Was wir mit nee, ist noch, ich wollte sagen, ist hier noch irgendwo ein Banner. Beide da, okay, dann gehe ich mal auf die andere Seite. So, also. Egal. Gut. So, Ziel ist frei oder was? Feuer frei. Gefangene befreien. Meine Leute suchen überall nach Überlebenden. Wir werden sie finden. Ist noch nur ein Gefangener drin. Bis vor kurzem hätte ich diese Aussage nicht so tröstlich gefunden. Wo ich gerade daran denke, Mitrax, findest du, dass du einen Riff-Akzent hast? Ignoriere ihn. Sonst sind wir noch den ganzen Tag hier. Ja, wertschätzen nicht vergessen. Das ist wichtig. Wertschätzen, wertschätzen, wertschätzen. So, dann eben schnell zur Farm. Ja. Farm. Dann haben wir das diese Woche auch abgefrühstückt. Da fehlt jetzt nur noch einmal Merazov uns die Sache erzählen und dann nochmal Funkspruch. Da müssen eigentlich alles da sein. Hm? Schneiden bei uns? Nö. Hat irgendwie gestern. Ich fällt gerade ein, die Lore. Welche Lore ist das überhaupt? Ich habe das letzte Mal auch irgendwie vermasselt. Warte mal. Die Lore ist der bewältigte Pfad ist die Lore. Das Dorf. Wo ist denn hier die Lore nochmal? Ne, die Lore. Wo kann ich nochmal die Lore gucken? Hier? Lore, Lore, Lore. Ach, hier war das, genau. Hier war das Lore. So. Mist. Warte mal, nichts anklicken. Falls irgendwas gleich losgeht. Ich muss nur kurz an meinem. Mit der Lore hantieren. Moment, ich muss eben einlösen. Die Lore hier. Moment. Das ist was anderes hier. Das, nee, das Buch ist das. Gut, das war Woche 1 hier und das ist Woche 2. Könnt ihr auch mal selber durchlesen, das Dorf. Da kommt gleich auf jeden Fall noch was dazu, wie gesagt, aber das gehört auch dazu. Davon lesen wir ein bisschen viel. Wie viel ist denn das, ey? Naja, kann man sich auch selber durchlesen. Dann die anderen Kram auch mal wegnehmen hier. So. Loot. Hä? Oder?
Hallo, Hüter. Obwohl Königinnengarde jetzt wohl besser passen würde. Als Mara ihr Ritual durchführte, schlug sie uns alle zu Rittern, ob mit oder ohne Licht. Ihr Lichtträger seid natürlich die einzigen, die ihre Macht nutzen können. Aber wir anderen, wie Frau Holiday und Herr Mitrax, werden gerne mit einbezogen. Sir Devrim Kay, Königinnengarde. Das gefällt mir. Ich glaube, der Zeuge tat, was auch immer es war, mit dem Reisenden, um unsere Hoffnung zu ersticken. Vergeblich. Menschen und Elixni, Offiziere und Zivilisten, wir alle verbündeten uns und sind stärker denn je. Das verstehen unsere Feinde nicht. Wenn die Dinge am Tiefpunkt sind, erreichen wir unseren Höhepunkt. Ich freue mich auf alles, was kommt. Ja, ich freue mich auch auf alles, was kommt. So, da ist eine Waffe mit 1795. So. So, da haben wir wieder irgendwas. Marisov noch mal reden oder nicht? Ich glaube, die hat diesmal nichts zu sagen, wa? Okay, dann noch mal kurz den Funkspruch anhören. Devrim, ich habe vor unserem ersten Treffen von dir gehört. Oh, hoffentlich nur Gutes. Viel Gutes. Aber auch, dass du gefürchtet warst. Wenn mein Ruf hilft, die Leute in der ITZ zu schätzen, bereue ich nichts. Aber ich hoffe, dass wir nun Seite an Seite arbeiten können. Wir haben nur ein Leben. Und es gehört uns nicht allein. Meines gehört meiner Tochter, meinem Haus. Deines gehört deinem Partner und deinen Leuten. Wir haben viel gemeinsam. Außerhalb der Stadt können wir uns nicht immer auf die Hüter verlassen. Und der Reisende ist unergründlich. Einst glaubte ich, dass die große Maschine das Licht nach Ries und zu den Hütern gebracht hat, weil sie würdig waren. Später hinterfragte ich diese Vorstellung. Mein Glaube wurde brüchig. Ich spürte großen Verlust. Aber nun habe ich eine neue Bestimmung. Unsere Taten und unser Wille haben Wert. Er besteht darin, wie wir unser einziges Leben nutzen. Das muss unser Licht sein. Unsere Leute beschützen sich gegenseitig und tun, was nötig ist, um sicher zu leben. Nun können wir dies füreinander tun. Menschen und Elixni. Ja. Ich weiß nicht, was die große Maschine plant, aber das Licht gibt uns Kraft. In der Tat. Super Sache. So, da haben wir da genau das gekriegt, was wir auch brauchen hier. Das bringe ich schon mal wieder nach vorne. Um einen Punkt. Da haben wir auch was gekriegt, genau. Dann Triumphe, wurde auch was abgeschlossen. Da leuchtet irgendwas. Genau, da, da. Da geht's auch weiter. Da haben wir schon wieder nochmal was gekriegt. An Lore, mal wieder. Warte mal, ich muss mal gucken. Welche Lore war das denn jetzt? Es gibt zu viel Lore jetzt. Das ist, kommt ein bisschen durcheinander hier. So, das war noch dabei hier. Countback. Hier seufze, drückst du auch mal ab. Aha. Muss mal kurz angucken. Wieder selber stoppen und lesen, wenn ihr Bock habt. Oder selber das alles machen und selber lesen dann. Ja, so. Was haben wir da noch gehabt? Warte mal. Da, saisonal, das haben wir jetzt auch abgeschlossen hier. Segen. Gegen die Schatten, so. Da können wir eigentlich auch noch ein Upgrade gleich freischalten. Das mache ich jetzt aber, glaube ich, nicht weiter. Dann Triumph, Ausrüstung, Widerstandsarsenal. Alle Waffen gekriegt, okay. Nett. Ja, das war jetzt die Story. Woche 2. Danke fürs Zusehen. Reingehauen, bis nächstes Mal. Danke für den Support.